rufe den Tagesordnungspunkt 1 auf. Jetzt kommt die lang ersehnte Fragestunde und darf beginnen mit der Frage 354. Fragesteller ist der Kollege Tobias Eckert, der auch schon gedrückt hat. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich hatte am 13. September Namenstag, da das jetzt heute irgendwie wichtig ist. Ich frage trotzdem die Landesregierung. Aus welchen Gründen hat sie die Landesstraße 3370, ich ergänze, das ist zwischen Barich-Selbenhausen und Probach, neu mit Leitplanken an beiden Seiten versehen, die dort bisher nicht angebracht waren und nun die heimelige Atmosphäre einer Rennstrecke versprühen? Staatsminister Al-Wazir. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten können alle vorhandenen Gefahrenstellen mit Fahrzeugrückhaltesystemen, auch umgangssprachlich als Leitplanken bezeichnet, abgesichert werden, auch in Bereichen, die bislang unfallunauffällig waren. Diese Leitplanken sollen die Folgen von Unfällen so gering wie möglich halten. Dementsprechend kommt deren Anbringungen insbesondere an Stellen in Betracht, an denen die Auswirkungen eines Unfalls infolge eines Abkommens von der Fahrbahn zum Schutz der Fahrzeuginsassen signifikant minimiert werden können. Die Festlegung der Abschnitte der Anbringung von Schutzeinrichtungen auf der L3370 erfolgte im Zusammenhang mit der grundhaften Erneuerung der Fahrbahn im vergangenen Jahr aus Gründen der Verkehrssicherheit. Die Leitplanken sind zum Schutz der Fahrzeuginsassen vor schweren Folgen eines Aufpralls auf die Waldfläche und auf einzelne Bäume, die sich entlang der L3370 befinden, installiert worden. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Eckert. Herzlichen Dank für die Beantwortung. In der Tat, es gibt aber, Herr Minister, in dem Bereich auch Abschnitte, bei denen es sozusagen über eine kleine Böschung im Bereich der Ackerfläche dort neben auch entsprechende Schutzleitplanken angebracht worden sind. Das habe ich jetzt aber bei Ihnen so vernommen, dass die nur dort angebracht werden, wo sozusagen es zusätzliche Sicherheitsaspekte gibt. Könnten Sie dort sagen, wann da in der Vergangenheit was passiert ist und Ähnliches? Weil nämlich nur durch diese beidseitige Anbringung und, kommt man entsprechend tatsächlich in diesen Genuss einer annähernden Eintunnelung durch Leitplanken. Herr Minister. Herr Abgeordneter Eckert, also ich habe die Leitplanke ja nicht selbst installiert, ich kann Ihnen sagen, was diejenigen, die dafür zuständig sind, mir gesagt haben. Die knapp 2,2 Kilometer lange Strecke der L3370 wurde im Jahr 2019 grundhaft erneuert. Dabei wurde zunächst der alte beschädigte Asphalt bis zu 16 cm tief abgefräst, anschließend ein neuer Asphaltaufbau in die Fahrbahn eingebaut. Für die Maßnahme wurden rund 700.000 Euro investiert. Entlang der Strecke befindet sich eine größere Waldfläche sowie einzelne Bäume. Vor diesen Hindernissen wurden die Leitplanken installiert, um einen Aufprall hierauf zu verhindern. Das ist der Grund. Und wenn Sie jetzt sagen, dass nicht überall dass es irgendwo auch einen Hügel statt einem Baum gibt, dann könnte auch das ein Hindernis sein. Ich weiß es einfach nicht. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 356. Fragesteller ist der Kollege Christoph Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, an wie vielen hessischen Schulen fand die Ferienakademie in den beiden letzten Sommerferienwochen statt? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, die Ferienakademie in den beiden letzten Sommerferienwochen fand an 360 hessischen Schulen statt. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Degen, drücken Sie noch mal. Vielen Dank, Herr Minister. Können Sie auch ungefähr die Anzahl der Teilnehmenden quantifizieren, vielleicht sogar prozentual im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl? Herr Minister. Ja, Herr Abgeordneter Degen, das kann ich. Insgesamt haben sich für die Ferienakademie und die schulbezogenen Sommercamps 21.998 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Davon waren es 15.039 Schülerinnen und Schüler für die Ferienakademien und 6.959 Schülerinnen und Schüler für die schulbezogenen Sommercamps. Gibt es weitere Zusatzfragen, Kollege Degen? Vielen Dank, Herr Minister. Könnte es sein, dass die Teilnahme von nicht mal 2% der Schülerinnen und Schüler daran liegt, dass erst eine Woche vor Beginn der Sommerferien Ihr Haus über die Ferienakademie überhaupt informiert hat? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, diese Ferienakademie war sowieso ein vollkommen neues Angebot.
Die gehört ja bisher nicht zu unserem Portfolio und wir haben sie eingerichtet, natürlich aufgrund der besonderen Bedingungen der Covid-19-Pandemie, einfach um den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, das, was notgedrungen versäumt worden ist in der Zeit der Schulschließungen, jedenfalls partiell wieder aufzuholen bzw. sich auf das neue Schuljahr einzustellen. Natürlich musste dieses Angebot, wie viele Reaktionen, die wir während dieser Pandemie entwickelt haben, sehr kurzfristig aufgebaut werden und konnte daher auch nicht anders als kurzfristig kommuniziert werden. Dafür, finde ich, hat sich doch eine erkleckliche Zahl von Schülerinnen und Schülern dafür gemeldet. Und wir konnten auch allen, die sich gemeldet haben, einen Platz in einer dieser Akademien bzw. Camps anbieten. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 357. Fragestellerin ist die Kollegin Karin Müller-Kassel. Ich frage die Landesregierung, zu welchem Zweck fährt derzeit ein Kleinfahrzeug der AG Nahmobilität auf den hessischen Radwegen? Entschuldigung. Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Müller, das Kleinfahrzeug führt im Auftrag meines Ministeriums und von Hessen Mobil eine Zustandserfassung der Radwege an Bundes- und Landesstraßen, der hessischen Radfernwege und des Radhauptnetzes Hessen durch. Es ist vorgesehen, diese Strecken bis Herbst 2020 zu befahren und dabei fotografisch zu erfassen. Eine solche Zustandserfassung ist für Bundes- und Landesstraßen Standard und wird nun erstmals systematisch für den Radverkehr in Hessen umgesetzt. Die Daten sollen Grundlage sein für die Verbesserung der Radinfrastruktur, zum Beispiel Netzlücken und Sanierung, um den Radroutenplaner Hessen um weitere Informationen zu ergänzen, zum Beispiel Oberflächenbelag und Breite des Radwegs, und die touristische Zertifizierung der hessischen Radfernwege zu unterstützen. Außerdem dient sie auch der Umsetzung des integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 358. Auch hier ist die Kollegin Müller Fragestellerin. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie die Bauherrschaften bei der Umsetzung der Fahrradabstellverordnung, die am 28. Mai 2020 veröffentlicht wurde? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Müller, mit der Novelle der Hessischen Bauordnung 2018 wurde bei Neubauten die Verpflichtung zur Errichtung von Fahrradabstellplätzen geschaffen. Darüber hinaus sah die Gesetzesänderung auch eine Rechtsverordnung auf Landesebene vor, die die Gestaltung, Größe und Zahl der Abstellplätze regelt, weil nicht alle Kommunen Satzungen mit Fahrradregelungen haben. Mit der am 28. Mai 2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichten Fahrradabstellplatzverordnung ist das Land seiner Verpflichtung nachgekommen. Zeitgleich mit der Fahrradabstellplatzverordnung wurde auch ein Leitfaden zur Planung von Radabstellanlagen entwickelt. Damit wird die Auswahl von konkreten Anlagen vereinfacht. Der Leitfaden ist herstellerunabhängig und berücksichtigt alle Anwendungsfälle der Fahrradabstellplatzverordnung bzw. der hessischen Bauordnung. Darauf aufbauend stehen auf der Internetseite der AG Nahmobilität weitere Informationen für Fahrradabstellanlagen zur Verfügung. Das Angebot reicht bis zur Unterstützung von Ausschreibungen durch herstellerunabhängige Mustertexte. Zusätzlich ist vorgesehen, den Hintergrund und die Anwendung des Leitfadens im Rahmen einer Online-Veranstaltung der Akademie Nahmobilität zu erläutern. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 359. Fragestellerin ist die Abgeordnete Karin Hartmann. Ich frage die Landesregierung, wie entwickelt sich die Inanspruchnahme von im Bildungs- und Erziehungsplan gewollten gemeinsamen Fort- und Weiterbildungen von Erzieherinnen und Erziehern und Grundschullehrkräften? Herr Minister Lotz. Frau Abgeordnete Hartmann, die Modulfortbildungen zum Bildungs- und Erziehungsplan, den ich im Folgenden mit der gebräuchlichen Abkürzung BEP belegen werde, richten sich an alle Tandems und Teams bzw. Kollegien aus Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie Kindertagespflegepersonen und weitere pädagogische Fachkräfte sowie Akteurinnen und Akteure an den verschiedenen Bildungsorten. Bis zum Abschluss der ersten Phase der Implementierung 2014 hatten sich 748 Tandems, bestehend aus mindestens einer Kindertageseinrichtung und einer Grundschule, gebildet und zusammen mindestens eine Modulfortbildung zum Bildungs- und Erziehungsplan besucht. Um weitere Einrichtungen zu erreichen
und eine fundierte sowie nachhaltige Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen an möglichst vielen Lernorten zu unterstützen, wurden im Anschluss an diese erste Phase der Implementierung weitere Bausteine, wie zum Beispiel die BEP-Begleitung, Fachberatungskurse Jugendhilfe oder die BEP-Leitungskurse für Leitungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Fachberatungen aus Schule und Jugendhilfe konzipiert, etabliert und evaluiert. Entstanden sind so 14 neue Modulfortbildungen mit jeweils einem eigenen Themenschwerpunkt, die prozessorientiert angeboten werden und sich über mehrere Fortbildungstage erstrecken. Die Nachfrage nach diesen neuen Modulfortbildungen war von Beginn an hoch und stieg kontinuierlich an. Seit Februar 2016 bis zum 13. März 2020, dies war der Stichtag zur Aussetzung der Modulfortbildungen aufgrund der Beschränkungen durch die Covid-19-Pandemie, haben rund 1600 Modulfortbildungsreihen stattgefunden. Seit Anfang März 2019 wurden rund 600 neue Modulfortbildungsreihen gestartet. Insgesamt 814 Modulfortbildungsreihen wurden seit Februar 2016 mit einem Follow-up-Tag abgeschlossen und ausgewertet. Die Anzahl hat sich damit von 450, das war der Stand Oktober 2019, auf mehr als 800 fast verdoppelt. Darüber hinaus ist die Anzahl der Tandemfortbildungen von Kita und Grundschule von 86 Fortbildungstagen im Jahr 2016 auf 131 Fortbildungstage im Jahr 2019 angestiegen. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Kollegin Hartmann. Ist der Landesregierung bekannt, dass Erzieherinnen, die ein Interesse an dieser Fortbildung geäußert haben, nicht zugelassen werden konnten, weil keine passenden Tandems im Grundschulbereich bereit waren, sich da auch zu beteiligen? Herr Minister. Nein, Frau Abgeordnete, das ist mir nicht bekannt. Wenn Sie da Fälle haben, dann wäre ich interessiert daran, Sie zu erfahren. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 316. Fragestellerin ist die Kollegin Manuela Strube. Drücken Sie mal da. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie viele Lehrkräfte, die vor den Sommerferien an hessischen Schulen beschäftigt waren und nach den Ferien an hessischen Schulen wieder beschäftigt sind, wurden vom Land Hessen während der Sommerferien nicht bezahlt. Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete Strube, die Zahl der im Schuldienst beschäftigten Lehrkräfte, die während der Sommerferien vom Land nicht beschäftigt wurden, ist in Hessen in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Durch Änderung der Erlasslage meines Hauses vom 18. Juni 2018 haben wir die Möglichkeiten zur Einbeziehung der Sommerferien in den Beschäftigungszeitraum und damit in den Zeitraum, in dem eine Vergütung gewährt wird, deutlich ausgeweitet. Zur Entwicklung der Zahlen von den Sommerferien 2018 zu den Sommerferien 2019 verweise ich auf meine Antwort zu der von Ihnen, sehr geehrte Frau Abgeordnete, gestellten Kleinen Anfrage, Drucksache 20-1609. Entsprechende Daten für die Sommerferien 2020 werden voraussichtlich Mitte November 2020 vorliegen. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 362. Fragestellerin ist die Abgeordnete Christiane Böhm. Frau Böhm, drücken Sie mal. Ja, jetzt geht's. Dankeschön, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, plant sie die Zahlungen des Corona-Altenpflegebonus auch auf andere vergleichbare Beschäftigtengruppen, etwa auf Betreuungspersonal in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe auszuweiten? Herr Staatsminister Klose. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, der Bund hat in § 150a SGB 11 einen Pflegebonus nur für die Beschäftigten in Altenpflegeeinrichtungen geregelt. Eine Regelung nach § 150a SGB 11 für Pflegekräfte außerhalb von Altenpflegeeinrichtungen ist aktuell nicht geplant. Gibt es Zusatzfragen, Frau Kollegin Böhm? Ja, meine Frage ging ja an die Landesregierung, inwiefern Sie an Pflegekräfte, die auch in Einrichtungen außerhalb der Altenpflege tätig sind und ähnliche Bereiche bedienen, tätig wird. Herr Minister Klose. Frau Abgeordnete,
Die genannte Regelung des Bundes ist ja die Grundlage für die Zahlung dieses Bonus. Die Länder haben sich im Falle der Altenpflegeeinrichtungen ja entschieden, diesen Bonus dann auch aufzustocken. Da das die Grundlage ist und auf die Altenpflege beschränkt ist, besteht diese Möglichkeit für weitere Einrichtungen gar nicht. Gibt es Zusatzfragen, Frau Kollegin Böhm? Ja, meine Zusatzfrage wäre, inwiefern hat die Landesregierung der Bundesregierung dieses Dilemma verdeutlicht, weil sicher nicht nur ich, sondern auch Sie haben diverse Schreiben von Einrichtungen bekommen, der Behindertenhilfe, von Einrichtungen der Dialyse beispielsweise, die deutlich machen, dass ihre Beschäftigten in einem ähnlichen Maße auch von der Corona-Pandemie betroffen waren und unter diesen zusätzlichen Belastungen gelitten haben. Inwiefern haben Sie das der Bundesregierung deutlich gemacht, dass es hier einen weiteren Bedarf gibt? Herr Minister. Frau Abgeordnete, die Größe oder der Umfang des Personenkreises, der von diesem Bonus profitieren soll, war mehrfach Gegenstand in Telefonkonferenzen und Videoschalten der GesundheitsministerInnenkonferenz. Letztlich hat der Bund aber so entschieden, wie ich es Ihnen vorgetragen habe. Nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Dr. Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich hätte da noch mal eine Nachfrage. Sie haben ja gesagt, der Bund ermöglicht es nicht. Sicherlich ist Ihnen ja die Regelung in Bayern bekannt, die einen quasi einen bayerischen Corona-Pflegebonus ermöglicht hat. Und darauf zielte ja auch die Frage der Kollegin ab. Also deswegen noch mal die Frage, wollen Sie nicht analog wie dieses Bundesland auch initiativ werden mit Ihrem Corona-Schattenhaushalt? Herr Staatsminister Klose. Frau Abgeordnete Sommer, die bayerische Regelung bestand ja bereits vor der Regelung des Bundes, die ich Ihnen vorgestellt habe. Und entsprechend haben wir in Hessen uns so verhalten, wie ich es gesagt habe, nämlich wie die anderen Länder haben wir uns entschieden, den Bonus für die Beschäftigten in der Altenpflegeeinrichtung aufzustocken. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Frage 365. Fragesteller ist der Kollege Kaffenberger. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wurde die Games-Förderung in Hessen in der laufenden Legislaturperiode erhöht? Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kaffenberger, zur Förderung der Computerspielbranche in Hessen durch Unterstützung der Produzenten bei der Spieleentwicklung, sogenannte Games-Förderung, hat der Haushaltsgesetzgeber erstmals im Haushaltsplan 2018-2019 bei Kapitel 0705 Förderprodukt 34 Kultur- und Kreativwirtschaft 200.000 Euro eingestellt. In der laufenden Legislaturperiode ist in diesem Förderprodukt keine Mittelerhöhung erfolgt. Eine Zusatzfrage stellt der Kollege Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Präsident, Herr Staatsminister, sind denn die Mittel für dieses Jahr schon zur Auszahlung gebracht? Herr Minister. Herr Abgeordneter Naas, leider nein, weil wir in einer misslichen Situation sind. Stichwort, auf welcher Grundlage, welcher Richtlinie soll diese Förderung erfolgen? Wir wollten erst auf Grundlage der Gründungs- und Mittelstandsrichtlinie auszahlen. Da hatte dann aber das Finanzministerium Bedenken. Dann sind wir dazu übergegangen, eine eigene Richtlinie zu entwickeln für diesen Bereich. Und das ist in den letzten Monaten aufgrund anderer Prioritäten leider nicht vorangekommen. Wir haben jetzt aber aus diesem Geld beispielsweise in diesem Jahr anderes finanziert, zum Beispiel die Förderung der Kultursommergärten, die die Stadt Frankfurt gemacht hat, weil wir natürlich wollen, dass diese Mittel auch eingesetzt werden können. Und ich hoffe sehr und bin auch zuversichtlich, dass wir gegen Ende des Jahres diese Richtlinie dann endlich haben. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Kaffenberger.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister, seit gestern ist es ja so, dass auf Bundesebene bei BMVI die Bundesförderung beantragt werden kann für Games. Auch andere Länder haben ja mittlerweile eine Gamesförderung und in der Gameswirtschaft gab es dazu ja mal ein Ranking. Und wenn ich jetzt mal da so drüber schaue, Nordrhein-Westfalen nimmt 2,7 Millionen in die Hand, Bayern 2,5, Berlin und Brandenburg, da gibt es 2,1 Millionen, Bremen, Niedersachsen 550.000. Also vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist es dann nicht so, dass wir im Länderranking auf einem der schlechteren Plätze rangieren. Und halten Sie denn vor diesem Hintergrund die bestehende Förderung für ausreichend? Herr Minister. Na, zuallererst mal geht es mir natürlich um die Frage, wie stark ist die hessische Games-Branche. Und glücklicherweise ist es ja in der Marktwirtschaft so, dass nicht nur das erfolgreich ist, was vom Staat gefördert wird. Wenn ich mir anschaue, das muss man manchmal darauf hinweisen, wenn ich mir anschaue, dass wir beispielsweise mit Firmen wie Crytek und Ähnlichen ja durchaus renommierte Games-Entwickler im Rhein-Main-Gebiet in Hessen haben, dann ist es durchaus so, dass das eine erfolgreiche Branche ist. Und wir unterstützen diese Branche natürlich nicht nur finanziell direkt oder wollen das tun, sondern bei Veranstaltungen, Netzwerktreffen, Maßnahmen zur Image- und Identitätsbildung, Förderung von Wissenstransfer und Ähnlichem. Zusätzlich ist das eine Branche, die zunehmend mit anderen Bereichen sich sagen wir mal, annähert. Also das Ministerium für Wissenschaft und Kunst beispielsweise, Hessen Film und Medien, da gibt es auch Mittel zur Medienförderung. Und wenn Sie zum Beispiel mal sehen, 360-Grad-Filme und Ähnliches, was da inzwischen gemacht wird, da gibt es durchaus Bereiche, wo das ineinander übergeht, also Virtual sowie Augmented Reality-Inhalte und Games. Und dementsprechend ist das durchaus so, dass wir das unterstützen. Und ich sage es mal so, das wird ein Bereich sein, den wir weiter sehr genau beobachten, der sich in der Vergangenheit gut entwickelt hat. Und ob da Zusätzliches nötig ist, wird die Zukunft zeigen. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage von Herrn Dr. Naas. Und danach kann der Fragesteller noch einmal selbst eine Frage stellen. Herr Dr. Naas. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, ist es richtig, dass das Problem der Auszahlung der Förderung für die Gamesbranche schon seit mehreren Jahren schwelt, zumindest aber seit letztem Jahr? Herr Minister. Ja, das habe ich ja gesagt. Nächster Fragesteller ist der Fragesteller selbst oder Zusatzfragesteller, der Fragesteller selbst, der Kollege Kaffenberger. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, Herr Minister, Sie haben recht, innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft, gerade im Rhein-Main-Gebiet, natürlich liegt da ein besonderer Schwerpunkt auf der Games-Branche, aber wir haben ja in Hessen durchaus schon einige Rückschläge erleben müssen. Ich denke da jetzt letztes Jahr an den Wegzug der Games Academy und jetzt gerade vor dem Hintergrund, was Sie gerade angesprochen haben, dass die Gamesförderung jetzt auch an vielen Querschnittsgebieten im Bereich der innovativen Medien angedockt ist, wäre es da nicht vielleicht zielführender, eine reine Gamesförderung zu machen, die wirklich nur auf das Thema Games abzielt und dann offen auch von den entsprechenden von der Branche vollumfänglich angenommen wird, anstatt es beim Thema innovative Medien anzudocken? Herr Minister. Ich hatte ja gesagt, dass wir eine eigene Richtlinie erarbeiten und hoffentlich Ende des Jahres mit dieser Richtlinie so weit sind, die sich rein um diesen Bereich dann kümmert. Und mit der könnte man theoretisch, wenn man so will, unendlich viel Geld auszahlen. Allerdings weise ich auch immer darauf hin, dass Geld nicht auf dem Baum wächst. Leider. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen sind nicht möglich. Deswegen rufe ich auf die Frage 366. Fragestellerin ist die Kollegin Löber. Ich frage die Landesregierung, inwieweit wird sie die Ergebnisse der aktuellen Umfrage der Hessischen Film- und Medienakademie, Hessen Film und Medien und Filmhaus Frankfurt mit dem Titel »Wie können wir den Film- und Medienstandort Hessen stärken?« auswerten, um eben jene Stärkung auch in der Realität umzusetzen. Frau Ministerin Dorn. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, die Umfrage soll Aufschlüsse darüber liefern, welche Angebote sich neu etablierende Filmschaffende benötigen, um dauerhaft mit Erfolg und Leidenschaft am Film- und Medienstandort Hessen arbeiten zu können. Die Hessische Film- und Medienakademie, die Hessen Film- und Medien GmbH
und das Filmhaus Frankfurt e.V. wollen mehr über in Hessen ausgebildete und ansässige Filmschaffende und ihre Bedürfnisse erfahren und hat dazu Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, deren Berufseintritt nicht länger als 4 Jahre zurückliegt, mit der Umfrage adressiert. Eine Teilnahme und Umfrage war zunächst bis zum 15. August 2020 geplant. Aufgrund der verschobenen Semesterzeiten wurden sie bis 15. November 2020 verlängert. Die eingegangenen Antworten werden danach von den 3 Institutionen ausgewertet. Wenn die Auswertung zu aussagekräftigen Ergebnissen führt, beabsichtigt die Hessenfilm, die Ergebnisse in ihre schwerpunktmäßige Ausrichtung der hessischen Filmförderung in Bezug auf Nachwuchs, Talent und Fachkräfteförderung einzubeziehen. Konkret geht es darum, dass die Hessenfilm mit der Branche über ein neu startendes Programm im Gespräch kommen will. Es nennt sich STEP und schafft Anreize, um unseren Nachwuchs und unsere Talente gezielt in den Umsetzungsstab hessischer Filmprojekte zu vermitteln. Erkenntnisse aus der Umfrage werden auch in den Ausbau der Aktivitäten zum grünen Drehen und zum grünen Film einfließen. Hierfür und für STEP hat die Hessenfilm in diesem Jahr 200.000 zusätzliche Fördermittel erhalten. Die Hessische Filmmedienakademie beabsichtigt, die Ergebnisse in ihr hochschulübergreifendes Netzwerk einfließen zu lassen, um so zum Beispiel neue hochschulübergreifende Kooperationen und Projekte zu initiieren. Da der 3. Partner der Umfrage, das Filmhaus Frankfurt, nicht zum Verantwortungsbereich der Landesregierung gehört, kann ich hierzu keine Auskunft darüber geben, in welcher Form die Umfrageergebnisse in deren weitere Arbeit einfließen kann. Aber das Filmhaus ist natürlich auch ein wichtiger Partner für die hessische Branche. Ich begrüße es daher sehr, dass in Form dieser Kooperation Synergien genutzt werden, indem alle 3 Partner über einen gemeinsamen Ansatz Wege suchen, um den Film- und Medienstandort Hessen voranzubringen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich. Ja, Herr Dr. Grobe, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatsministerin Dorn, hat sich eine Stärkung oder Schwächung des Medienstandorts Hessen eingestellt, nachdem Herr Professor Mendig entlassen wurde? Frau Ministerin Dorn. Nein, den kann ich nicht erkennen. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 370. Auch hier ist die Kollegin Löber die Fragestellerin. Ich frage die Landesregierung, wie viele Redakteurinnen und Redakteure der Hessischen Tageszeitung und Hessischen Verlage befanden sich in den Monaten von März bis einschließlich, vielleicht kann man das jetzt Juli sogar erweitern in der Antwort, in Kurzarbeit? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, laut Auskunft der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit werden Anträge auf Kurzarbeit nicht nach einzelnen Berufsgruppen erfasst. Insofern liegen keine Zahlen zu den Redakteurinnen und Redakteuren hessischer Tageszeitungen und Verlage vor, die sich in den Monaten März bis einschließlich Juli 2020 in Kurzarbeit befanden. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das Frau Kollegin Löber selbst. Bitte schön. Ja, kann die Landesregierung sich dennoch vorstellen, gerade durch Kurzarbeit bei Redakteuren infolge der Corona-Krise zusätzliche Insolvenzen angemeldet werden und entstehen, gerade in diesem wichtigen Bereich? Herr Minister. Also mir ist bisher von Insolvenzen bei Tageszeitungen nichts bekannt zu sagen. Es gibt da sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben einerseits bei Stichwort Corona-Pandemie durchaus vom Verband Hessischer Zeitungsverleger gehört, dass Verkaufszahlen von Presseerzeugnissen eher gestiegen sind, weil es ein gestiegenes Bedürfnis nach seriöser Information gibt. Gleichzeitig sind die Anzeigenerlöse allerdings eingebrochen, was die Finanzierung natürlich schwieriger macht. Und dementsprechend würde ich es mal so sagen, die Situation ist differenziert. Da aber die Wirtschaft ja zunehmend auch wieder
sich entwickelt. Wenn Sie das auch gesehen haben, Stichwort Anzeigenerlöse, da es durchaus auch ganz positive Entwicklungen gibt im Bereich des Digitalen, der Wunsch nach dem, was man Paid Content nennt, also dem Bezahlen von Angeboten, auch eher steigt, sehen wir momentan keinen Anlass, ein eigenes Förderprogramm aufzulegen, falls das das Ziel Ihrer Frage sein sollte, beziehungsweise wissen auch nichts bisher von vielen Insolvenzen. Beziehungsweise ich habe ehrlich gesagt von keinem gehört, falls irgendjemand was anderes gehört hat. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 372. Fragesteller ist der Kollege Dr. Falk. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Öffnung der Grundschulen an allen 5 Tagen für alle Grundschulkinder bereits 2 Wochen vor den Sommerferien? Herr Professor Lorz. Ja. Herr Abgeordneter Dr. Falk, die Corona-Pandemie stellt die gesamte Welt vor immense Herausforderungen. Sie macht auch vor der Bundesrepublik Deutschland und vor Hessen nicht Halt. Die hessischen Schulen, die Orte des Miteinanders und der Begegnung sind, in denen viele tausend Menschen täglich zusammenkommen, um zu lernen und zu lehren, waren und sind in besonderer Weise von den Auswirkungen dieser Pandemie betroffen. Binnen kürzester Zeit mussten Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden, um die unkontrollierte Ausbreitung des Virus und eine Überforderung unseres Gesundheitswesens zu verhüten, die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger und damit auch der Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien sowie der Lehrkräfte und ihrer Angehörigen und aller weiteren Personen, die zum Schulbetrieb gehören, zu schützen und gleichzeitig den Bildungs- und Erziehungsauftrag unter ganz neuen und unvorhergesehenen Bedingungen so gut wie möglich zu erfüllen und neu zu gestalten. Jedem der bisherigen Schritte zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts lag eine sorgsame Abwägung zugrunde, die Erkenntnisse zum Infektionsrisiko für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler ebenso berücksichtigt wie den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen und nicht zuletzt auch das Ziel, die Elternhäuser zu entlasten. Maßgeblich für diese Entscheidungen waren und sind die Empfehlungen der medizinischen und virologischen Fachleute und die bisher gesammelten Erfahrungen aus der schulischen Praxis. Die Maxime des Hessischen Kultusministeriums war und bleibt bei allen Maßnahmen, die den Unterricht unter den obwaltenden Umständen der Corona-Pandemie betreffen, so viel Unterrichtsangebote in Präsenz einzurichten wie möglich. Auch der Öffnungsschritt am 22. Juni 2020 wurde sorgfältig von den Schulleitungen und Lehrkräften vorbereitet. Dies hat dazu beigetragen, dass mit den 2 Wochen vor den Sommerferien ein Stück Normalität in das Leben der Kinder und Familien einkehren konnte. Der Wert von 93,1% aller Schülerinnen und Schüler, die am letzten Schultag vor den Sommerferien am Präsenzunterricht teilgenommen haben, zeigt, dass der überwiegende Anteil der Familien dem Öffnungsschritt positiv gegenüberstand. Ich habe auch in persönlichen Zuschriften von Eltern viel Dankbarkeit erfahren, ja ein Aufatmen der Elternschaft verspürt, dass die Kinder endlich wieder in die Schule gehen konnten, wenn auch unter Bedingungen, die aufgrund des pandemischen Geschehens von dem, wie wir Schule noch im Februar kannten, deutlich entfernt bleiben mussten. Die Arbeit in konstanten Lerngruppen in Grundschulen und Förderschulen mit Grundstufe hat ab dem 22. Juni 2020 dazu beigetragen, die Schülerinnen und Schüler geordnet und in Ruhe in die schulischen Strukturen zurückzuführen. Der so gestaltete Abschluss des Schuljahres hat den Kindern umfassend Gelegenheit gegeben, sich in einem nahezu regulären Unterrichtsbetrieb auf die veränderten Vorgaben einzustellen. Es hat sich dabei gezeigt, dass gerade die Jüngsten unserer Schülerinnen und Schüler grundsätzlich gut in der Lage waren und nach den ersten Rückmeldungen, die mir für den Zeitraum nach den Sommerferien vorliegen, auch weiterhin sind, die Regelungen zum Hygiene- und Infektionsschutz einzuhalten und die daraus resultierenden organisatorischen Anpassungen im Schul- und Unterrichtsbetrieb zu bewältigen. Die Erfahrungen, die wir an den Schulen seit dem 22. Juni bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien sammeln konnten, waren für die Planungen der Schulen und des Kultusministeriums für das Schuljahr 2020/21 sehr wertvoll und haben einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Grundschulen zum neuen Schuljahr wieder in einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an der Bildung und Erziehung unserer Kinder arbeiten können. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich. Ja, bitte schön, Herr Kollege. Jetzt? Ja. Herr Minister, welche Zahlen sind in der Landesregierung bekannt? Wie viele Kinder bzw. eingebundene Lehrer, also Lehrkräfte zum Ferienbeginn oder während der Ferien positiv getestet worden sind oder an Covid-19 erkrankten? Und zweite Frage, darf ich die gleich anschließen? Wie viele Klagen Betroffener, darf ich? Eigentlich nicht, wir müssen die Nummer melden. Okay, dann melde ich mich nochmal.
Danke. Herr Kollege, machen wir erstmal die erste und Herr Staatsminister Lorz fragt. Aber Sie haben sich schon angemeldet für die zweite. Gut. Herr Abgeordneter Scholz, wir können natürlich das Geschehen nur beobachten, wenn die Schulen in Betrieb sind. Aber wir haben weder in den beiden Wochen vor den Sommerferien noch auch in den über 6 Wochen, die jetzt seit Ende der Sommerferien und wieder Beginn des Schuljahres verstrichen sind, irgendein nennenswertes Infektions- oder Ausbruchsgeschehen an den Schulen selbst gehabt. Wir haben natürlich Fälle, wo Infektionen in die Schulen hineingetragen werden. Das ist ja auch völlig unvermeidlich in einer solchen pandemischen Lage. Aber die Schulen haben sich nirgendwo bisher als Treiber der Infektion erwiesen. Und auch insofern waren die beiden Wochen vor den Sommerferien erfolgreich. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Scholz. Herzlichen Dank. Sie sagten ja vorhin, die meisten Eltern waren also sehr positiv und sehr angetan davon. Man hat natürlich auch von anderen Dingen gehört und gelesen, klar. Wie viele Klagen betroffener Eltern sind denn bei Ihnen eingegangen, diesbezüglich, die sich jetzt auf die vorzeitige Öffnung bezogen? Gab es da Klagen? Oh, warte. Ja, mach nicht. Ja, gab es Klagen oder wie viele waren es, wenn ja? Herr Minister. Ich darf mal zurückfragen, mit Klagen meinen Sie jetzt Gerichtsverfahren? Also ich meine, mich an eines erinnern zu können. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Das müsste ich noch mal nachprüfen. Das können wir sicherlich tun, ja. Gibt es Zusatzfragen? Jetzt könnte auch nur noch der Fragesteller selbst. Nein, keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zur Frage 373. Fragesteller ist der Kollege Hermann Schaus. Ah, da ist er. Wunderbar. Ja, ich frage die Landesregierung, welche rechtlichen Konsequenzen werden hinsichtlich der Notwendigkeit einer Bedarfsgewerbeverordnung aus dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 1. Juli 2020 gezogen, da vom Gericht bereits die in § 1 Absatz 1 Nummer 3 und 4 der Bedarfsgewerbeverordnung vom 12. Oktober 2011 getroffenen Ausnahmeregelungen für unwirksam erklärt wurden. Herr Minister Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Hessische Bedarfsgewerbeverordnung regelt die Sonn- und Feiertagsbeschäftigung für Dienstleistungsbereiche, bei denen ein Bedarf der Bürgerinnen und Bürger an Sonn- und Feiertagen besteht und die nicht im Ausnahmekatalog des § 10 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz berücksichtigt sind. Eine Verlängerung der Geltungsdauer über den 31. Dezember 2021 hinaus wird erforderlich, weil die Verordnung unverzichtbare Regelungen für das Bedürfnisgewerbe enthält. Bei der Novellierung der Verordnung sollen vor allem die Vorgaben der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Hessen in Bezug auf die verfassungsrechtlich geschützte Sonn- und Feiertagsruhe nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung berücksichtigt werden. Der VGH hat im Rahmen des Normenkontrollverfahrens die Bedarfsgewerbeverordnung für die Bereiche Produktion von Getränken und Eis und deren Auslieferung durch den Großhandel für unwirksam erklärt, da die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen in dieser Art von Betrieben nicht erforderlich sei, um tägliche oder an diesen Tagen besonders hervortretende Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu befriedigen. Aus diesen Gründen werden zu den von Ihnen genannten Nummern 3 und 4 des § 1 Absatz 1 der Bedarfsgewerbeverordnung keine Regelungen mehr getroffen. In den folgenden Bereichen wird Sonn- und Feiertagsbeschäftigung weiter erlaubt sein, soweit die Arbeiten nicht an Werktagen durchgeführt werden können. Erstens im Bestattungsgewerbe, zweitens in Garagen und Parkhäusern, drittens im Immobiliengewerbe mit der Begleitung und Beratung von Kunden bei der Besichtigung von Häusern und Wohnungen für bis zu 6 Stunden, viertens in Musterhausausstellungen mit gewerblichem Charakter für bis zu 6 Stunden und fünftens im Buchmachergewerbe zur Annahme von Wetten für Veranstaltungen für bis zu 6 Stunden. Vielen Dank, Herr Minister. Zusatzfrage stellt der Fragesteller, das ist der Kollege Schaus. Herr Minister, sind Ihnen denn aus den
darüber hinausgehenden von Ihnen jetzt genannten Bereichen irgendwelche Engpässe in den vergangenen Jahren bekannt geworden, die also dazu notwendig, die es notwendig machen, dies in der Bedarfsgewerbeverordnung zu regeln? Herr Minister. Nach unserer Auffassung sind in den 5 genannten Gewerbebereichen ist es notwendig, die Bedarfsgewerbeverordnung entsprechend zu fassen, sodass die Sonnenfeiertagsbeschäftigung in dem erwähnten Umfang möglich ist. Ja. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es eine weitere Zusatzfrage? Das ist nicht der Fall. Dann rufen wir auf die Frage 376. Fragestellerin ist die Abgeordnete Karin Hartmann. Ich frage die Landesregierung, wann liegen die entsprechenden Richtlinien für die vom Bund bereitgestellten Mittel des Investitionspaketes zur Förderung von Sportstätten in Hessen vor? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Hartmann, die Erstellung einer neuen Richtlinie für den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten ist nicht geplant. Stattdessen soll die Erteilung der Zuwendungsbescheide auf der Grundlage der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der sozialen Integration im Quartier, Investitionspakt Soziale Integration im Quartier, vom 27. November 2017 erfolgen. Diese Richtlinie enthält die in der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 geforderten Zielsetzungen und Voraussetzungen. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Frau Hartmann selbst, bitte schön. In welcher Höhe werden dem Land Hessen dafür vom Bund Mittel zugewiesen und in welcher Höhe wird das Land aus eigenen Mitteln diese Zuweisung noch mal erhöhen? Herr Minister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich suche es gerade. Insgesamt wird der Bund im Rahmen seines Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets für die Jahre 2020 und 2021 zusätzlich insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Also das ist insgesamt, das wird aufgeteilt auf die Länder und für Hessen bedeutet das eine Bereitstellung von 11,2 Millionen Euro. Wir müssen als Land dann dementsprechend, weil wir 15% aufstocken müssen und die Kommunen 10%, als Land müssen wir dann 2,24 Millionen Euro bereitstellen. Und dankenswerterweise hat der Haushaltsausschuss aus dem dankenswerten Sondervermögen den entsprechenden Beschluss schon gefasst. Und komischerweise hat da auch keiner gefragt, was das mit Corona zu tun hat. Ich kann es Ihnen sagen, es ist ein Konjunkturprogramm. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 379. Fragestellerin ist die Kollegin Lisa Gnadl. Ich frage die Landesregierung, plant sie Maßnahmen für eine landesweite Erstattung der Elternbeiträge für die Zeit der Corona-bedingt geschlossenen Kinderbetreuungseinrichtungen unter gleichzeitiger Kompensation der dadurch entstehenden Einnahmeausfälle für die Kommunen und freien Träger? Herr Sozialminister. Frau Abgeordnete, das Land Hessen hat die Förderung der Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen nach § 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch trotz der Corona-bedingten Reduzierung der Kindertagesbetreuung auf eine Kindernotbetreuung ungekürzt gewährt. Damit werden die Städte und Gemeinden als Gesamtverantwortliche für die Kinderbetreuung sowie alle Träger von Kitas bei der Finanzierung der laufenden Kosten unterstützt, gleichwohl es sich bei der Kindertagesbetreuung um eine Aufgabe in originärer Zuständigkeit der hessischen Kommunen handelt. Mit dieser sachlichen Zuständigkeit geht auch die finanzielle Zuständigkeit einher. Die Ausgestaltung der Kita-Finanzierung wird also von den Kommunen vor Ort bestimmt. Inwieweit trotz geltender Einschränkungen grundsätzlich weiterhin Teilnahme- und Kostenbeiträge von den Eltern erhoben werden können, richtet sich nach der Ausgestaltung der Verträge mit den freien Trägern bzw. den Gebührensatzungen der kommunalen Kita-Träger im Einzelfall. Darüber hinaus ist in Hessen, anders als in einigen anderen Bundesländern, der Besuch des Kindergartens im Umfang von 6 Stunden täglich flächendeckend beitragsfrei gestellt.
Es ist anzunehmen, dass auch dies dazu beigetragen hat, dass viele hessische Kommunen erklärt haben, vorübergehend vollständig oder in bestimmtem Umfang auf die Erhebung von Beiträgen zu verzichten. Das Land hat zugesagt, dass etwaige Einnahmeausfälle durch Gebührenerlasse in den Verhandlungen zwischen Kommunen und Land zu den Corona-bedingten Kosten aufgerufen werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage. Ja, wir haben die neuen Eingänge. Frage 382. Fragestellerin ist die Kollegin Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie setzt sie sich konkret für den Erhalt des Medibusses ein? Herr Minister Klose. Frau Abgeordnete, nach § 75 SGB V liegt die Verantwortung für die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Aus diesem bundesgesetzlichen Auftrag heraus betreibt sie seit dem 1. Juli 2018 den Medibus in der Modellregion um Sontra. In Gesprächen hat die KV Hessen erklärt, den Medibus ab dem 1. Januar 2021 weder in der Region Sontra noch in anderen hessischen Regionen weiter betreiben zu wollen. Mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung wurde in Sontra ein interkommunales Gesundheitszentrum gegründet. Ziel der Landesregierung ist es, künftig das mobile Leistungsangebot des Medibus mit dem des interkommunalen Gesundheitszentrums zu verknüpfen, um so die Wirtschaftlichkeit des Medibusses zu erhöhen. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 383. Fragesteller ist der Kollege Christoph Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, zählen unabhängig von aktuellen Förderprogrammen digitale Endgeräte für die Hand des Schülers grundsätzlich zu Lehr- oder zu Lernmitteln? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, in Hessen werden digitale Endgeräte der Schülerinnen und Schüler bislang überwiegend über die Schulträger beschafft. Die Endgeräte der Schulträger werden sowohl im Präsenzunterricht als auch für andere schulische Lehrangebote eingesetzt. Es handelt sich hierbei um schulgebundene Endgeräte, die zur schulischen IT-Ausstattung zählen und damit zu den Lehrmitteln gehören. Nach § 153 Absatz 4 des Hessischen Schulgesetzes gelten im Übrigen Gegenstände geringeren Wertes und vor allem solche, die auch außerhalb des Unterrichts gebräuchlich sind, wie zum Beispiel etwa auch Schreib- und Zeichenmaterial oder Taschenrechner, nicht als Lernmaterial. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Degen, bitte. Herr Präsident, vielleicht darf ich kurz den Zuhörern erläutern, dass Lernmittel vom Land getragen werden und Lehrmittel von dem Schulträger, das ist der Hintergrund der Frage. Ich habe eine Nachfrage, Herr Kultusminister. Wie stehen Sie denn zu den Aussagen des Landkreistages und des Städtetages hier in der Anhörung vor kurzem, dass die Geräte für die Schüler unmittelbar mit digitalen Schulbüchern vergleichbar sein und dementsprechend vom Land zur Verfügung gestellt werden müssten? Herr Minister. Nun, Herr Abgeordneter Degen, wie Sie völlig zu Recht ausgeführt haben, geht es da um die Kostentragungspflicht. Bei Lehrmitteln, das stimmt, tragen die Kosten die Schulträger, bei Lernmitteln das Land. Insofern kann ich schon verstehen, dass die Kommunen gerne diese Endgeräte auch als Lernmittel definieren und damit in die Kostentragungspflicht des Landes übergeben würden. Aber wir haben bei der Ausführung beispielsweise des entsprechenden Annexes jetzt zum Digitalpakt, das ja auch im Einvernehmen mit den kommunalen Schulträgern so geregelt, dass sie eben das Geld bekommen aus dem Digitalpakt, dafür die Geräte anschaffen und diese Geräte dann an die Schüler leihweise vergeben werden. Das ist auch einfach sinnvoll, weil nur die Schulträger auch vor Ort über die entsprechenden Supportstrukturen verfügen, beziehungsweise die mit dem Geld jetzt aus dem zweiten Annex des Digitalpaktes werden aufbauen können. Dieses etablierte System jetzt umzukrempeln, würde nur zu unnötigen Verwerfungen führen. Dankeschön. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Degen, bitte. Kollege Degen hat noch eine Frage. Bitte.
Herr Kultusminister, es ist sicherlich leicht, wenn Geld von Dritten wie vom Bund kommt, dass dann das keine Rolle spielt, wer das am Ende trägt für Schulträger und das Land. Aber die Frage ist ja unabhängig von den aktuellen Programmen, wie soll das dann in Zukunft weitergehen? Ist da denn, haben Sie einen Plan, wie man diesen offensichtlichen Dissens zwischen Schulträgern und Land lösen kann, damit es auch vorangeht, wenn das Bundesgeld aufgebraucht ist? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, wie Sie ja gerade an den Verhandlungen über den Digitalpakt gesehen haben, kann man auch zu sehr vernünftigen gemeinsamen Lösungen kommen, ohne dass man diese grundsätzliche Diskrepanz jetzt allgemeingültig aufheben muss. Im Übrigen erlaube ich mir den Hinweis, dass das keineswegs nur Bundesmittel sind. Wir haben schon den eigentlichen Digitalpakt gemeinsam übrigens mit den Kommunen um 25% aufgestockt von 372 auf 500 Millionen Euro und das Sofortausstattungsprogramm bezüglich der Schülerendgeräte, wo die Bundesmittel ja auch nur 37,2 Millionen Euro ausmachen, haben wir auch nochmal, und zwar rein aus Landesmitteln, um 12,8 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro aufgestockt. Also wir sind sehr dankbar für die Bundesmittel, die hier in dieser Hinsicht wirklich sehr hilfreich sind. Aber es ist keineswegs so, als ob das nur Bundesmittel wären. Das Land gibt hier schon auch erklecklich was dazu. Gibt es Zusatzfragen? Bitte schön. Moment, ich drücke Sie mal. Bitte, Kollege. Ist das? Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister Lorz, Professor Lorz, sehen Sie denn vor dem Hintergrund jetzt der Tatsache, dass Sie bei den Endgeräten originäre Landesmittel einsetzen, sehen Sie vor diesem Hintergrund nicht die Notwendigkeit, diese Art der Regelung, wie Sie jetzt haben, zu überarbeiten und zu aktualisieren an die Gegebenheiten einer digitalen Welt? Vielen Dank, Kollege Promny, Herr Staatsminister Lorz. Herr Abgeordneter Promny, es fällt mir jetzt etwas schwer, die unmittelbaren Auswirkungen der digitalen Welt auf die Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen wahrzunehmen. Aber der Punkt ist ja der, das System, so wie wir es etabliert haben, funktioniert. Es ziehen hier wirklich alle drei an einem Strang, um genau das einzurichten. Und das, finde ich, ist doch eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Und insofern halte ich eine Diskussion darüber, dass jetzt eine der drei Ebenen das doch wieder alleine in ihre finanzielle Verantwortung übernehmen sollte, für nicht zielführend. Jetzt ist noch eine Zusatzfrage möglich und die stellt der Kollege Kaffenberger. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, sehr geehrter Minister, wenn Sie hier das bestehende System so loben, ist es denn dann so, dass wir uns in den nächsten Jahren noch kontinuierlich darauf verlassen können, dass das Land weiterhin mindestens 25% der Kosten für die neuen Endgeräte und möglicherweise auch den technischen Support weiterhin trägt? Herr Minister. Also bei aller Vorsicht, was die Eingehung von Verpflichtungen für eine Zeit für die Jahre ab 2024 angeht, im Übrigen, was finanzielle Verpflichtungen angeht, wird das ja dieses Hohe Haus hier zu entscheiden haben, nicht ich als Minister oder jedenfalls nicht ich alleine. Aber so wie ich einfach die Einschätzung der Situation wahrnehme, bin ich überzeugt, dass sich alle drei staatlichen Verantwortungsebenen auch in Zukunft ihrer Verantwortung für die Verwirklichung der digitalen Welt stellen werden. Vielen Dank. Damit sind die Fragemöglichkeiten zu Frage 383 erschöpft. Nächste Frage ist die Frage des Kollegen Turgut Yüksel, Frage 384. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, inwieweit unterstützt sie die hessischen Schaustellerinnen und Schausteller in der derzeitigen Pandemie, damit sie nicht in ihrer aktuellen existenzbedrohenden Situation verbleiben? Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Yüksel, die Landesregierung hat am Anfang der Pandemie mit dem Soforthilfeprogramm auf die Auswirkungen der Corona-bedingten Maßnahmen reagiert. Gewerbliche Unternehmen, Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, Sozialunternehmen, Selbstständige, Soloselbstständige, Angehörige der freien Berufe, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befanden und massive Liquiditätsengpässe erlitten, konnten ab dem 30. März 2020 einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss für Betriebskosten beantragen. Zusätzlich zu den Bundesmitteln hat das Land das Soforthilfeprogramm mit eigenen Mitteln aufgestockt. Insgesamt wurden mehr als 950 Millionen Euro ausgezahlt. Ich gehe davon aus, dass fast alle Schaustellerbetriebe auch in dem Soforthilfeprogramm Anträge gestellt haben.
Für die Monate Juni bis August 2020 wurde in diesem Fall beim Regierungspräsidium Gießen als federführende Behörde, die Soforthilfe hat das Regierungspräsidium Kassel gemacht, das Bundesprogramm Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen, implementiert. Auch da gehe ich davon aus, dass fast alle Schaustellerbetriebe antragsberechtigt waren, weil sie ja aufgrund der Situation auch die relativ hohen Hürden der Überbrückungshilfe 1 genommen haben, Stichwort -60%, die meisten jedenfalls. Wir haben zusätzlich jetzt die Verlängerung der Überbrückungshilfe, Überbrückungshilfe 2, mit einfacheren Zugangsmöglichkeiten, einfacheren Zugangsbedingungen. Ich bin da noch nicht ganz zufrieden, wie das vom Bund ausgestaltet wurde, aber es hat sich verbessert. Das heißt, die Fixkosten werden jetzt nicht mehr zu 80, sondern zu 90% übernommen und die Schwelle sinkt. Das kann also dann für den Rest des Jahres beantragt werden. Die verschiedenen Verordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus sind natürlich von uns seit dem 13. März ständig überprüft und an die Lage auch angepasst worden. Grundsätzlich sind Wochenmärkte, Spezialmärkte, auch Floh- und Weihnachtsmärkte mit einzelnen Fahrgeschäften bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt, mit entsprechendem Konzept erlaubt. Und wir hoffen natürlich, dass auch in diesem Bereich möglichst viel noch stattfinden kann. Sie kennen ja die Diskussion um die Weihnachtsmärkte, die wir ja auch mit geführt haben. Und natürlich ist klar, dass wir am Ende aber durch welche politische Entscheidung auch immer das Virus nicht wegzaubern können, sondern nur Überlebenshilfe leisten können, bis wir hoffentlich dann im nächsten Jahr in eine Situation kommen, die wieder in diesen Bereichen dann halbwegs normal ist. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist ja, Kollege Yüksel. Sie wissen, Herr Minister, dass die Schausteller und Schaustellerinnen seit Dezember 2019 kaum ausstellen. Und sie sind in der Tat in einem bedrohende Situation, dass nicht nur die Schausteller, sondern auch ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Fotografen, Layouter, Security, die auch für die tätig sind, die ja nicht mehr arbeiten können. Und in diesem Hintergrund frage ich Sie, gibt es zusätzliche Möglichkeiten, aufgrund der Corona-bedingten Vorgaben entstehende Zusatzkosten zu übernehmen, auch Hilfe zu leisten. Hier geht es auch natürlich auch zusätzliche Hygienemaßnahmen, die auch zusätzliche Kosten verursachen. Herr Minister Al-Wazir. Also wir können nicht übernehmen die Kosten für Hygienepläne, sondern sagen, entsprechende Konzepte sind ja dafür da, dass man wieder eigenen Umsatz generiert und sagen, sollte jedenfalls das Ziel sein, dann mehr einnimmt, als man ausgibt und dementsprechend die entsprechenden Kosten dann auch decken kann. Aus meiner Sicht ist es so, dass es jetzt darum geht, Strukturen zu erhalten, damit man nicht Umsatzausfälle auszugleichen, das wäre völlig unmöglich, sondern Strukturen zu erhalten. Da, wo es angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, gibt es ja auch die Möglichkeiten der Kurzarbeit. Die sind gerade eben mit Zustimmung auch des Bundesrates bis Ende 2021 verlängert worden. Und da, wo es um die Frage der Aufrechterhaltung der Strukturen geht, gibt es die diversen Maßnahmen von Soforthilfe, Überbrückungshilfe 1, Überbrückungshilfe 2. Und zusätzlich hoffen wir natürlich darauf, dass sagen, möglichst viel wieder möglich wird, um eigene Einnahmen zu machen. Ich drücke es immer so aus, aus meiner Sicht sollte man möglichst viel möglich machen, allerdings nur das, was verantwortbar ist. Und das ist das Problem mit der Lage, in der wir uns befinden. Schaustellerinnen und Schausteller leben davon, so ähnlich wie Messebauer und andere Veranstalter, dass sie Menschen zusammenbringen. Und genau das ist momentan so schwierig. Und daraus resultiert die schwierige Situation. Gibt es Zusatzfragen?
Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Fragestunde. Ich bedanke mich für Fragen. Bitte. Ja, gut, ich meine, also man kann das jetzt noch wagen. Jetzt machen wir Schluss, oder? Aber wir heben das auf. Ja, freies Ermessen auch so ein bisschen, wie das hier weitergeht, weil sonst wird ja aus der Fragestunde eine Frage 1,5 Stunden. Also, wir machen Schluss jetzt mit der Fragestunde. Beim nächsten Mal geht es weiter, die Spannung steigt. Ich bedanke mich.